Willkommen zurück hier am Donnerstag. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei. Wir haben damals, oder ich habe damals meine Reise bei euch angefangen, sozusagen. Habe davor schon ein bisschen gecoacht, aber Yes. dann bei den Flirt-Profis war ja wirklich, ging es dann wirklich los. Und zwar habe ich heute den Sebi dabei, mit dem ich eben damals bei den Flirt-Profis zusammengearbeitet habe. Sebi aus, du bist gerade in Zypern, in Griechenland? Griechenland. Genau, Griechenland, ja. genau. Genau, weil alle Online-Marketing-Leute sind ja meistens auch, also alle sind ja in Zypern, Griechenland gerade. Und da ist gerade auch Na, ich der. bin hier, um Urlaub zu machen, Ah, tatsächlicherweise, ja. okay. Ich dachte schon, du wärst jetzt, hättest auch deinen offiziellen Sitz dahin verlegt, so wie Matteo das Nee, gemacht hat. ich bin hier, um hauptsächlich Urlaub zu machen. Natürlich auch ein bisschen arbeiten nebenbei und überhaupt und sowieso, aber erst. Ja, sehr cool. Und den habe ich mir geschnappt, den Sebi. Der ist genau wie ich Flirt-Trainer, wenn ihr den nicht kennt, Flirt- und Dating-Trainer auf seinem eigenen Kanal Flirt-Profis, wo ich eben auch früher mitgewirkt habe. Ganz großer Kanal, den habe ich auch hier unten in der Beschreibung einmal verlinkt. Und wir haben heute so ein Kooperationsvideo und wollen mal über das Thema Authentizität sprechen. Und wenn du auf dem Channel dabei warst, dann weißt du ja, dass es ein wichtiger Faktor ist für deinen Erfolg mit Frauen und warum das so wichtig ist. Und unsere 6 besten Tipps, um authentisch zu werden. Das ist das, was wir dir heute mitgeben wollen. Wir fangen hier erstmal mit Sebis besten Tipps an und du findest dann meine besten Tipps drüben auf Sebis Kanal. Das Ganze ist auch nochmal verlinkt, auch nochmal am Ende des Videos verlinke ich das. Und ja, ohne weiter rumzureden, würde ich das Wort einfach an dich übergeben und dein erster Tipp, dein erster Hinweis zum Thema authentischer werden. Jawohl, so hallo nochmal, ich bin der Sebi und wir steigen auch direkt gleich ein mit den Tipps. Und mein erster Tipp, und den kannst du auch, das ist so ein allumfassender Tipp, das ist ehrlich sein. Ehrlich sein, grundsätzlich erstmal ist es wichtig, im Flirt ehrlich zu sein. Vor allem dann, wenn du Frauen kennenlernen willst, die dich wirklich interessieren. Und ehrlich sein, das kannst du auf verschiedenen Ebenen machen. Auf eine andere Ebene wird Tim nachher noch eingehen, nämlich auf die Emotionsebene. Da werde ich jetzt gerade gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber den Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist einfach das zu sagen, was dir jetzt gerade im Kopf vorschwebt. Weil ganz oft, und das kennst du vielleicht auch, du bist im Flirt mit einer Frau und du hast Gedanken. Du denkst dir aber so, nee, das ist gerade nicht gut genug, nee, das kann ich gerade nicht sagen, nee, das passt gerade nicht, nee, ich sollte XYZ sagen, ich sollte über Thema XYZ sprechen und das ist Bullshit. Woher das Ganze kommt, ist auch logisch, weil es kommt erstmal daher, dass du dir höchstwahrscheinlich in deinem Leben zu viele Flirt-Videos angeguckt hast und gelernt hast, ja, ich sollte XYZ machen und was dem Ganzen zugrunde liegt, ist natürlich die innere Einstellung von ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Weil wenn du selbst von dir glauben würdest, ich bin nicht gut genug, so wie, wenn du selbst glauben würdest, ich bin gut genug, so wie ich bin, dann würdest du auch daran glauben, dass das, was du sagen willst, gut genug ist. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass in dem Augenblick, in dem du dir denkst, nee, das passt gerade nicht, sagst du dir selbst, ich bin nicht gut genug. Also, wenn du einfach anfängst, ehrlich zu sagen, was dir in deinem Kopf rumschwirrt, dann wirst du erstens immer Gesprächsstoff haben, weil in deinem Kopf geht immer irgendwas vor. Und zweitens trainierst du dir die innere Einstellung an, ich bin gut genug, weil du dir dann jedes Mal sagst, hey, das ist in Ordnung. Das, was gerade da ist, ist gut genug. Und du wirst merken, wenn du einfach mal anfängst, die Dinge rauszuhauen, die gerade in deinem Kopf sind, dann wirst du auf magische Ergebnisse stoßen bei Frauen. Weil meistens oder ganz oft sind es vielleicht auch intime Dinge, die du teilen möchtest. Und wenn du intime Dinge von dir selbst teilst, dann wirst du feststellen, die Frau, dein Gegenüber, wird auch anfangen, intime, persönliche Dinge über sich selbst zu teilen und taut auf. Und es entsteht eine echte Connection. Und das bringt mich auch direkt gleich zu meinem zweiten Tipp. Der zweite Tipp, der ist nämlich, Schwächen zu zeigen. Gerade auch Männer, die sich mit dem Thema beschäftigen, die vielleicht das Gefühl haben, ja, ich bin noch nicht so gut genug und ich bekomme noch nicht die Frau, die ich gerne möchte, die denken ganz oft, ich muss jemand ganz Besonderes sein. Ich muss zur Frau gehen, ich muss super selbstbewusst sein, ich muss irgendwie super cool sein, ich muss ja, kennst du auch diese Naja. ganzen Gedanken, wo man sich so denkt, ja, so sollte ich sein.
Und ganz viele Männer, die packen dann ihre Schwächen, die sie haben, eigentlich weg. Aber wenn du mal genau darüber nachdenkst, sind erstens genau unsere Schwächen das, was uns ausmacht. Natürlich auch unsere Stärken. Das heißt nicht, dass du keine Stärken mehr zeigen darfst, aber niemand ist perfekt. Ja, kein Mensch ist perfekt, keine Frau ist perfekt, kein Mann ist perfekt. Und wenn du anfängst, deine Schwächen zu zeigen, also wenn du dir zum Beispiel, wenn du dir zum Beispiel mal ehrlich eine Geschichte erzählst, die dir selbst peinlich ist, irgendwas, was du mal erlebt hast, wo du selbst vielleicht schlecht dann dagestanden bist, irgendwas an dir, ein Persönlichkeitsmerkmal, für das du dich vielleicht sogar schämst, dann wird Folgendes passieren, nämlich du nimmst Kontakt auf zu der Frau auf einer tieferen Ebene. Du kommst weg von dieser Informationsebene, von diesem, was ist dein Job, was machst du gerne, ja, super langweilig, super für den Arsch einfach. Ja. Ja. Und du kommst einfach zu persönlichen Themen. Und durch diese persönlichen Themen entsteht eine echte Verbindung. Und du kannst ihr zum Beispiel mal ein Beispiel, du kannst dir zum Beispiel nicht sagen, hey, ich bin dies und das. Und ich kann dies und das nicht, sondern bau das in eine Geschichte ein. Gib ihr durch diese Geschichte zeige ihr, wer du wirklich bist, warum du so bist, wie du bist. Und dann kannst du nebenbei auch Stärken zeigen. Ich bringe mal ein Beispiel, damit das Ganze ein bisschen plastischer wird. Ja, zum Beispiel persönliche Geschichte von mir ist, ich war früher irgendwann mal richtig schlecht mit Frauen. Und weil ich früher irgendwann mal so schlecht war mit Frauen und da gab es irgendwann mal so eine Situation, wo ich wirklich tief verletzt wurde von einer Frau, habe ich quasi angefangen, an mir zu arbeiten, mich mit mir zu beschäftigen. Und aus dieser Verletztheit, die ich damals hatte, das war der ausschlaggebende Punkt, warum sich mein Leben so entwickelt hat, wie ich mich entwickelt habe. Und das hat der Anfang war, dass ich angefangen habe, selbstbewusster zu werden. Daraufhin habe ich mein eigenes Business gegründet. Und mittlerweile zum Beispiel reise ich in der ganzen Welt rum. Ich bin, keine Ahnung, pro Jahr vielleicht noch 2 Monate in Deutschland. Ansonsten bin ich überall auf der ganzen Welt unterwegs. Das heißt, du kannst quasi eine Schwäche erzählen und kannst mal. Und meistens ist es so, dass die Dinge, die negativen Dinge in unserem Leben dazu führen, dass wir unser Leben in eine andere Richtung weiterentwickeln. Und wenn du das ihr erzählst, dann wird sie sehen, hey, der ist nicht bei seiner Schwäche hängen geblieben, sondern der hat das als Ausgangspunkt genommen, um sich wirklich weiterzuentwickeln und hat daraus eine Stärke entwickelt. Und das ist sehr, sehr powerful. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also es geht natürlich nicht darum, und das ist natürlich klar, es geht nicht darum, die ganze Zeit wirklich rumzumeckern. Also Menschen, die die ganze Zeit nur rummeckern, das ist natürlich, mit denen möchte man halt keine Zeit verbringen. Du kannst das machen, du kannst natürlich die ganze Zeit rummeckern, musst dann aber damit in Ordnung sein, was das für Ergebnisse hervorbringt. Also niemand möchte gerne permanent negative Menschen um sich herum haben. Deswegen, das ist ein ganz, ganz guter Punkt, dass man einfach die Schwächen nimmt oder das, was mal Schlimmes passiert ist und dann aber zeigt, hey, das war das Wachstum, was daraus gekommen ist. Und ich glaube, wenn man eine Geschichte so erzählen kann, dann ist es halt toll, weil dann ist auf der einen Seite dieses Menschliche, ich kann eine Verbindung dazu aufbauen, ja, ich hatte auch mal so einen Moment, ja, ich habe mich auch mal so gefühlt, ich war auch mal schwach. Und aber gleichzeitig auch dieses, wir sind in der Lage, daraus was Tolles zu machen. Also das ist wirklich, genau das ist es halt. Also das ist sozusagen die optimale Weise, um nochmal zu zeigen, guck mal, trotzdem ist es so, dass ich mich von den Herausforderungen da nicht unterkriegen lasse, sondern wirklich das Beste daraus mache. Ja, das ist ein super Tipp. Ja. Genau. Ja, und der dritte Tipp, um das Ganze abzuschließen, ist einfach nur, sei im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt sein, das bedeutet einfach, dass wenn du in einem Gespräch mit einer Frau bist, dann sei wirklich voll und ganz da. Wenn sie irgendwas erzählt, hör ihr zu. Viele Männer, das beobachte ich immer wieder auf Coachings oder auch, wenn ich einfach nur Männer sehe, wie sie sich verhalten im Gespräch mit einer Frau, die warten nur drauf, dass sie endlich das erzählen können, was sie erzählen wollen, ja. Die Frau erzählt irgendwas Tolles von einem tollen Hobby und die denken sich so, boah, ich habe auch so ein tolles Hobby und ich will es jetzt erzählen, weil ich will dir auch zeigen, wie cool ich bin und was ich kann und überhaupt und sowieso. Aber dadurch bist du nicht mehr im Hier und Jetzt. Du bist nur mit dir selbst beschäftigt und erstmal hörst du der Frau nicht mehr wirklich zu. Wenn du der Frau nicht mehr wirklich zuhörst, dann werden dir viele Informationen, die sie dir gibt, werden dir entfallen. Du wirst sie gar nicht aufnehmen. Und glaubst mir, Frauen, wenn sie merken, dass du ihr nicht richtig zuhörst, dann denken sie sich gleich so, nee, auf den habe ich keinen Bock, weil die wenigsten Männer hören wirklich zu.
Also hör wirklich zu, was sie zu sagen hat. Und erst dann, wenn sie fertig ist, dann guck, was kommt jetzt hoch. Überleg nicht schon 3 Minuten vorher, während sie noch spricht, okay, was kann ich erzählen, sondern lass sie erzählen. Und wenn sie fertig ist mit erzählen, dann hör auf deinen allerersten Impuls. Das bedeutet auch, sei spontan, ja. Vertrau auf deine eigenen Impulse. Vertrau drauf, dass irgendwas kommt. Vertrau drauf, dass die richtige Assoziation im richtigen Augenblick hochschießt. Dann wirst du merken, dass sich ein richtig geiles Gespräch ergibt. Und eins kann ich dir sagen, wenn du die Frau einfach mal erzählen lässt, dann wird erstens das Date für sie unglaublich geil sein. Ich erlebe es immer wieder, dass ich ein Date mit einer Frau habe und sie ist die ganze Zeit am Labern. Hm. Und am Ende von unserem Date sagt sie mir so, wow, ich habe mich selten so gut unterhalten. Und ich denke mir dann immer so, geil, ja, ich habe mich gar nicht unterhalten. Ja, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur zugehört. Du hast die ganze Zeit. Ich hab einfach nur zugehört. Also sei im Hier und Jetzt. Hör der Frau zu. Und im Hier und Jetzt sein bedeutet auch, hör auf deine Impulse, die hochkommen. Wenn du im Café bist und dir so denkst, oh, ich würde jetzt eigentlich lieber draußen auf dem Spielplatz rumhängen, dann sagst du ihr, ey, weißt du was, komm, wir zahlen, wir gehen jetzt raus und mach das einfach. Vertraue auf dich, vertraue auf deine Impulse. Und du wirst merken, das alles führt am Ende des Tages wieder dazu, dass du selbst mit dir mehr ins Reine kommst, dass du selbst an dich glaubst, dass du glaubst an das, auf das zu hören, was deine Impulse dir sagen, dass du lernst, auf das zu hören, was deine Gedanken dir sagen, und dadurch wirst du automatisch selbstbewusster, kommst ins Reine mit dir selbst, bist authentischer und wirst im Umkehrschluss genau die Frauen anziehen, die du wirklich willst. Und zwar nicht, weil du was Besonderes machst, weil du Taktik XYZ anwendest, sondern einfach nur, weil du ein Dude bist, der cool ist, der weiß, was er will, der echt ist, der authentisch ist. Bam, that's it. Also sei du selbst, sei echt, sei authentisch und lass dir von niemandem irgendeinen anderen Scheiß einreden, von wegen, du solltest XYZ machen, du musst XYZ machen. Nee, du musst gar nichts machen. Alles, was du machen musst, ist das, worauf du Bock hast. Genau, so ist es. Ja, es ist ein bisschen so, als würde man so mit einer, wie sagt man, mit so einer, man fährt mit Bremse, man fährt das Auto mit Bremse, weil man, wenn man nicht ehrlich ist, dann muss man sich die ganze Zeit ja auch überlegen, so, okay, was sage ich jetzt, was könnte am besten sein? Und deine Energie ist halt hier gebunden im Kopf. Und du hast halt nur, sagen wir mal, die Hälfte an Energie verfügbar. Aber in dem Moment, wo du halt authentisch bist, wo du ehrlich bist, wo du auch solche Sachen wie mit dem Spielplatz, was eine coole Sache ist, ja, solche spontanen Sachen machst, dann gehst du sozusagen mit dem Fuß von der Bremse und kannst einfach, hast deine volle Kraft, deine volle Ausstrahlung, ne, die volle Energie. Das kommt natürlich auch super bei der Frau an. Gerade das mit dem Spielplatz ist ein richtig witziger Punkt, weil Frauen mögen es ja auch so, dieses Spontane, dieses Abenteuermäßige, so, oh, was wird jetzt passieren? Wohin entführt er mich jetzt? Total. Und von daher ist das eine sehr starke Sache. Ich habe hier übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, ich habe dieses Now-Tattoo. Siehst du das? Shit. Ah, nice. Nee, kenne ich gar nicht. Nee? Das ist so dieses, ich habe für alle, die das Eckhart Tolle im Jetzt-Leben-Buch gelesen haben, das kennst du ja auch, ne? Genau. Klar. Da erzählt er von dieser einen Insel, und ich glaube, es war auf Neue Erde, ich weiß nicht mehr genau, aber er erzählt von dieser einen, ach Quatsch, er erzählt von diesem Roman, von Aldous Huxley, und das ist so eine, genau, mit wo, so der, einer, wo der Papagei, wo richtig, diese Papageien, oder? Richtig. Jetzt. Da sind jetzt so Papageien, die stehen jetzt so auf so Fällen oder so, und die sagen die ganze Zeit so now, now, um die Leute daran zu erinnern, eben jetzt zu sein. Und ich dachte mir, ich mache mir auch so ein Ding, das so ähnlich agiert. Leider vergisst man seine Tattoos, wenn man sie hat, immer, und deswegen ist es niemals, es hat sich nur eingeschliffen. Aber das ist meine Verbindung dazu. Es ist nicht die hundertprozentige Lösung, aber es ist ein cooler Reminder, ja? Auf jeden Fall. Leider, es ist wirklich so, also die Leute sind so, hey, du hast ja Tattoos, und ich bin dann so, oh ja, stimmt, ich habe ja Tattoos. Also das ist halt komplett weg. Vergisst man selber, ja, wird halt normal. Auf jeden Fall, genau. Ja, das waren Sebis 3 beste Tipps zum Thema authentischer sein. Meine 3 besten Tipps findest du drüben auf Sebis Channel. Das kannst du hier im ersten Link in der Beschreibung vorbeischauen. Und ich weiß gar nicht, kann man in dieser Endcard, kann man da auch andere Channels verlinken? Kann man, glaube ich, nicht, ne? Was kann man machen in der Endcard? Ja, da gibt es doch jetzt dieses Video-Feature. Ah nee, man kann nur eigene Videos da verlinken. Das geht nicht. Ich glaube auch nicht, dass das geht. Ja. Nee. Aber unten in der Infobox geht es auf jeden Fall. Genau. Erster Link in der Infobox oder hier oben auf dem Infopunkt findet ihr auf Sebis Channel meine 3 besten Tipps. Und ja, hast du noch ein abschließendes Wort, was du sagen möchtest? Nee, ich sende einfach nur Küsse. So. No homo, ja?
No Homo-Küsse, das müssen wir dazu sagen. No Homo. No Homo-Küsse. Sehr geil. Dann cool, dass du hier warst. Ja, schön, dass ihr auch dabei wart. Voll gerne, Tim. Cool. Und dann sehen wir uns am Samstag wieder und wir beide wünschen euch einen geilen Donnerstag. Bis dahin. Ciao.